Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Präsident, liebes komplettes Hochschulleitungsteam, das ist ein ausdrucksstarkes Bekenntnis, wie Sie zur Nachwuchsförderung stehen, dass Sie heute komplett hier sind, lieber Herr Gleuen, Frau Wesser, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe eben dem Vizepräsidenten Hofmeister zugeflüstert, manchmal gibt es so Situationen im Leben, da kann man seine Rede einfach stecken lassen, weil man ungefähr das Gleiche gesagt hätte wie der Vorredner, und deswegen habe ich Sie jetzt auch gerade stecken lassen, Herr Hornbostel. Ich bin froh, dass Sie nachher eine Keynote erhalten, dass wir uns dann entspannt zurücklehnen können, und bin froh, dass ich Sie mal zum ersten Mal hören kann, und ich begrüße Sie nun mal alle. Also der Präsident hat eigentlich alles gesagt, deswegen ein paar wenige Bemerkungen von mir. Wer auch immer diesen Termin heute geplant hat, er hatte kassandreiche Fähigkeiten, muss man sagen, weil das Thema Nachwuchsförderung war noch nie so Prominenten aller Munde wie heute. Wir waren beide, Herr Krausch war ja auch da gewesen, als der Hochschulverband seine Verbandstagung hier hatte, kurz vor Ostern. Da hat Frau Wanka angekündigt, geschickt platziert, gut gemacht, dass sie auf die Länderkollegen und Kolleginnen zugehen wird, um mit ihnen zu besprechen, wie ein neues Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses aufgelegt werden kann. Und genau morgen Abend werden wir das Gespräch darüber haben, weil am Freitag die GWK tagt. Also deswegen eine wirklich gute Platzierung. Das Thema Nachwuchsförderung ist auch mittlerweile in den Medien angekommen. Auch das ist gut, weil lange Zeit war das nicht so spannend gewesen für Presse, Funk und Fernsehen, über die Situation der Hochschulen, ihres Personals, insbesondere des wissenschaftlichen Personals zu berichten. Also einfach, Sie haben einen richtig guten Zeitpunkt gewählt. Ich teile an einer Stelle die Einschätzung von Herrn Krausch. Wenn man die ganze Zeit nicht darüber gesprochen hat, dann darf man jetzt ist sozusagen auch nicht an einer Stelle. Jetzt macht er sich darüber lustig, dass ich gesagt habe, an einer Stelle. Okay. Dann muss man auch natürlich in der Tat die Kirche im Dorf lassen, weil planbare Karriereperspektiven, das kann man in der Tat kritisch hinterfragen. Aber ich sage mal, so wie wir hier in Rheinland-Pfalz herangegangen sind, gilt einfach, und dazu stehen wir als Landesregierung, das Motto Dauerstellen für Daueraufgaben. Und das müssen wir umsetzen. Und da haben wir noch sehr, sehr viel zu tun. Und es hängt sozusagen an den politischen Stellschrauben sogar mit zusammen. Wir leben in Zeiten und lebten in Zeiten stark steigender Studierendenzahlen. So hat die Politik, Bund und Länder gemeinsam den Hochschulpakt miteinander entwickelt. Das war mit Sicherheit und ist mit Sicherheit ein sehr probates Instrument gewesen, um auf steigende Studierendenzahlen genau und schnell reagieren zu können. Deswegen gab es den Hochschulpakt 1, 2 und jetzt haben wir gerade die Phase 3 geschlossen. Aber der Hochschulpakt und seine Finanzierungssysteme haben natürlich auch dazu beigetragen, dass man die ganz wichtige Aussage, Daueraufgaben für Dauerstellen, nicht mehr hat zu halten können. Und deswegen ist es gut und wichtig, dass wir im letzten Jahr die Grundgesetzänderung 91b beschließen konnten und der Bund jetzt auch die Möglichkeit hat, in eine Dauerfinanzierung, die Grundfinanzierung der Hochschulen einzusteigen, weil darum geht es ja, glaube ich, in Wirklichkeit. Und wir haben in Rheinland-Pfalz das getan, was wir tun konnten. Sie wissen das wahrscheinlich alle, aber ich erwähne es trotzdem nochmal. Wir werden durch die Übernahme der BAföG-Ausgaben durch die Bundesregierung zum 1. Januar dieses Jahres im Landeshaushalt um 35 Millionen Euro entlastet. Und wir hatten uns sehr, sehr schnell entschieden zu sagen, 25 Millionen Euro davon, also der große Anteil, der weitaus große Anteil, fließt in Verbesserung der Grundfinanzierung unserer rheinland-pfälzischen Hochschulen. Wir haben gemeinsam mit den Hochschulen dafür ein ganz herzliches Dankeschön in einem unglaublichen Tempo ein Konzept entwickelt, wie 200 Dauerstellen auf die Hochschulen verteilt werden können, im Volumen von 16 Millionen Euro, und 9 werden wir nutzen können zur Verbesserung der Sachkosten. Das ist sozusagen das, was wir in Rheinland-Pfalz tun konnten mit den BAföG-Mitteln, der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass 10 Millionen Euro in die Unterstützung der schulischen Inklusion fließen. So, und jetzt müssen wir einen Schritt weitergehen, weil wir auch wissen, dass wir einen guten Schritt mit der Grundfinanzierung durch die 25 Millionen nach vorne gekommen sind. Aber natürlich, das wissen wir auch als Ministerium, damit nicht alle Probleme gelöst sind. Deswegen ist es jetzt spannend, was von der Bundesregierung hier kommt. Und dann werden wir so rangehen, dass wir die Stellschrauben, die durch den Hochschulpakt vielleicht ein bisschen ins Wanken gekommen sind, dass sie wieder vernünftig justiert werden. Das kann ich Ihnen zusagen, dass wir hier als Land und als Landesregierung ein großes Interesse haben, gemeinsam dann auch mit dem Bund ein Stück weiterzukommen.
Ich bin froh, dass ich heute hier sein darf, weil in der Tat das Gutenberg-Nachwuchskollegium, so wie es konzipiert ist und eingebettet ist in der Universität Mainz hier ins Zukunftskonzept, kann man vollsten Herzens sagen, ist ein Leuchtturm in Rheinland-Pfalz. Der Präsident hat es erwähnt. Sie begegnen dem Nachwuchs auf Augenhöhe. Dafür ein herzliches Dankeschön, dass Sie so weit gekommen sind. Hängt ganz viel mit Herrn Kloy, Frau Wesser und Ihrem Team zusammen. Auch dafür ein herzliches Dankeschön. Die Finanzierung wurde schon erwähnt. Sie bis 2016 läuft ja. Wir sind in spannenden Zeiten. Natürlich werden wir uns dafür einsetzen und in den Haushaltsverhandlungen, Verhandlungen, die jetzt anstehen, für den nächsten Haushalt, hier die Prozesse, die positiv im Laufen sind, nicht abzubremsen, ganz im Gegenteil. Ich freue mich, dass der Nachwuchs und die Nachwuchsförderung an dieser Universität, aber auch im Land insgesamt, aber an dieser Universität mit Sicherheit sehr vorbildlich einen hohen Stellenwert hat und wünsche Ihnen für Ihr Kolleg nur das Beste, lieber Herr Kloy, Team, und freue mich auf die jetzige und jetzt die Diskussion, beziehungsweise erstmal auf Ihre Rede, dann auf die Keynote. Dann werde ich Sie verlassen müssen zur Podiumsdiskussion, aber ich wünsche Ihnen eine gute Veranstaltung. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Kloy.